Hi, als Fotografen kommen wir früher oder später in die Verlegenheit, uns neues Kameraequipment kaufen zu wollen. Oder, falls wir irgendwas nicht mehr nutzen, das verkaufen zu wollen, um ein bisschen Geld für Neuanschaffungen zu haben. Wer nicht neu kaufen will, der kann sich auch gebrauchtes Equipment kaufen. Da gibt es unzählige Plattformen für. Und eine, die sehr dominant Werbung, vor allen Dingen auf YouTube macht, ist mpb.com. Deshalb schauen wir uns heute an, wie gut die Plattform wirklich ist. Völlig ungesponsert, ich kriege kein Geld für das Video. Und es ist einfach nur mein Erfahrungsbericht von jemandem, der auf der Plattform sowohl schon Sachen verkauft, als auch gebrauchtes Equipment gekauft hat. Wenn wir so eine Plattform nutzen, sind aus meiner Sicht drei Punkte wichtig. Zum einen will ich faire Preise für mein Equipment bekommen, wenn ich was verkaufe. Der ganze Ablauf sollte einigermaßen professionell sein und ich will vor allen Dingen auch nicht irgendwie gescampt werden mit irgendwelchen Logangeboten und am Ende irgendwie viel weniger Geld bekommen. Und jetzt nehmen wir einfach mal das hypothetische Beispiel. Ich will mein 2470 von Sigma verkaufen. Will ich zwar ehrlicherweise nicht, aber irgendwas brauche ich halt mal als Beispiel. Wollen wir jetzt Sachen verkaufen, dann können wir entweder hier oben auf den Button klicken oder hier unten auf Verkaufen gehen. Das ganze Interface ist aber jetzt nicht so clever gelöst, weil wir jetzt hier oben unseren Artikel eingeben. Dann werden wir an die falsche Stelle weitergeleitet. Wir müssen jetzt hier erst runterscrollen und hier unten unseren Artikel eingeben. Also wäre das das Sony Sigma 2470. Und dann wählen wir jetzt hier aus, in welchem Zustand das Objektiv ist. Du hast auch hier eine kleine Anleitung. Und ich weiß, dass an meinem Objektiv ein sehr massiver, tiefer Kratzer drin ist. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie der reingekommen ist, aber es ist halt einer da. Von daher wäre die Qualität effektiv gut gebraucht, weil wir sehen hier, dass da Kratzer und Schramm quasi mit abgedeckt sind und für gut ist halt eher leichte Spuren von Abnutzung da sind. Und von daher gehe ich davon aus, dass es als gut gebraucht durchgehen würde. Aber was ich jetzt hier mache, ist es trotzdem als gut anzugeben. Was ist die Logik dahinter? Ich denke, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass du vom Preis runtergehandelt wirst, als dass dir freiwillig jemand mehr zahlt. Das heißt, wenn ich das als gut angebe und bei der Prüfung sich herausstellt, okay, es ist eher gut gebraucht, dann ist es völlig logisch, dass du runtergehandelt wirst und man halt sagt, okay, der Zustand ist nicht so, wie du ihn angegeben hast, wir zahlen dir ein bisschen weniger Geld dafür. Andersrum denke ich aber, wenn du von Anfang an sagst, es ist gut gebraucht und man kommt zum Ergebnis, naja, es könnte auch gut sein, dir wird nicht irgendwie freiwillig jemand dann mehr zahlen, wenn du auch bereit bist, das halt für weniger Geld auch in dem schlechteren Zustand zu verkaufen. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich, warum ich halt immer ein bisschen einen besseren Zustand angebe, als es eigentlich ist. Und wie gesagt, wenn wir das jetzt als gut verkaufen wollen, dann klicken wir jetzt hier einfach auf Hinzufügen. Und auch da finde ich jetzt die UI nicht so schick gelöst, weil ich gedacht hätte, hier wäre dann irgendwie ein Button, wie man fortfahren kann. Der richtige Button, um das Ganze aber zu machen, ist hier unten, wo ich dann auf zum Sofortangebot klicken muss. Und dann der nächste Schritt, den ich von MPB jetzt nicht so schick finde, ist, dass du hier erst deine Kontaktdaten eingeben musst, also Name und E-Mail-Adresse vor allen Dingen. Und bei anderen Plattformen kriegst du halt oft deutlich schneller angezeigt, wie viel Geld dir für dein Objektiv oder deine Kamera geboten wird. Hier müssen wir jetzt also erst unseren Namen eintragen und dann noch eine E-Mail-Adresse. Aufgrund dessen, dass sie eine E-Mail wollen, würde ich dir immer empfehlen, dass du eine Spam-E-Mail nimmst, einfach nur, falls du dann irgendwie danach noch mit Angeboten oder Erinnerungen zugespammt wirst, dass es halt einfach keine relevante E-Mail von dir ist, sondern dass das Ganze halt einfach im Nirvana verschwinden kann, ohne dass es dich groß juckt. So, haben wir das jetzt aber alles eingegeben, können wir hier auf Hol dein Angebot ein und dann wird uns das sogar auch im Browser angezeigt. Gleichzeitig kriegst du das Ganze aber auch an deine E-Mail-Adresse nochmal als zusätzliches Angebot geschickt. Und wir sehen jetzt hier, für unser Objektiv würden wir 670 Euro bekommen. Und wenn wir uns jetzt entscheiden würden, das verkaufen zu wollen, dann finde ich den Button jetzt hier auch nicht so leicht verständlich gemacht, aber wir müssen auf Lieferung buchen klicken, wenn wir verkaufen wollen. Und dann werden wir weitergeleitet an die Stelle, wo wir jetzt alle weiteren Daten eintragen würden. Wo wir sehen jetzt hier nochmal eine Übersicht von dem, was wir verkaufen würden. Und dann müssen wir jetzt hier noch unsere Telefonnummer und Adressdaten und so weiter eintragen. So ein Formular hast du sicherlich schon 10.000 Mal ausgefüllt. Das müssen wir jetzt nicht zusammen machen. Deine Adressdaten wollen sie haben, auch wenn du verkaufst, weil das für das Lieferetikett relevant ist, falls jetzt irgendwas nicht passt oder du das Ganze zurückgeschickt bekommen möchtest. Dann muss es logischerweise ja auch an irgendeine Adresse gehen. Und deshalb wird das jetzt hier in dem Schritt gleich mit abgefragt. Aus Erfahrung, was passiert dann als nächstes? Du kommst am Ende an den Punkt, wo du das Versandetikett bekommst. Das kannst du dann entweder selbst ausdrucken oder ich glaube sogar in einem DHL-Shop ausdrucken lassen. Das heißt, du verpackst danach einfach nur noch dein gesamtes Equipment, das du verkaufen wolltest, in einem Paket, bringst das dann zur Post und dann dauert das so, keine Ahnung, grob gesagt eine Woche, bis du dann den ganzen Verkaufsprozess abgeschlossen hast. Gerade wenn du das gegen Ende der Woche machst, dann passiert übers Wochenende meistens jetzt nicht so viel. Am Anfang von der Woche kann sein, dass es am Ende von der Woche dann schon abgeschlossen ist. Wie gesagt, es kommt ein bisschen auf den Tag drauf an. Aber prinzipiell kriegst du dann erst eine Bestätigung, dass das Paket irgendwann nach 2-3 Tagen bei MPB eingegangen ist. Und dann brauchen die noch so 1-2 Tage, um zu prüfen,
ob alles vorhanden ist und ob die Qualität stimmt, die du auch angegeben hast. Bei mir wäre das jetzt zum Beispiel, weil ich gut angegeben habe, sehr wahrscheinlich, dass sie mir sagen, ey, okay, da ist dieser massive Kratzer drin, das ist jetzt nicht wirklich Qualität gut, das ist eher gut gebraucht. Deshalb können wir jetzt hier auch nicht die angebotenen 670 geben, sondern halt irgendeinen Betrag, der kleiner wäre. Ich habe jetzt keine Ahnung, vielleicht so 630, 600 Euro, I don't know. Wenn du an der Stelle vom Preis runtergehandelt wirst, dann hast du die Möglichkeit, das Angebot nochmal neu zu bestätigen. Das heißt, angenommen, mir wird jetzt nur 600 Euro fürs Objektiv geboten, dann kann ich entweder sagen, okay, für den Preis verkaufe ich es euch immer noch, oder ich sage, nee, okay, das ist mir jetzt nicht mehr wert, da kann ich es auch selber behalten. Und dann wird es halt einfach dann wieder zurückgeschickt und du kriegst halt dein Objektiv zurück, aber dafür halt kein Geld. Der ganze Prozess funktioniert auch recht reibungslos. Ich habe das jetzt schon so 5-6 Mal bestimmt gemacht. Ich hatte auch nur ein einziges Mal ein Problem. Da habe ich mehrere Sachen auf einmal verkauft. Ein paar Sachen sind einfach so durchgegangen. Eine andere Sache hat man mir halt gesagt, aufgrund dessen, dass ich halt immer eine bessere Qualität in der Regel angebe, als es eigentlich ist. Moment mal, da passt irgendwas nicht. Wir können dir nur ein bisschen weniger Geld zahlen. Und dann habe ich das Ganze zwar akzeptiert, aber dann ist irgendwie so 3-4 Wochen nichts passiert und ich habe mich irgendwie gewundert, was ist da los? Hab dann den Support angeschrieben und dann ist irgendwie aufgefallen, dass es irgendwie im System untergegangen ist. Und 2-3 Tage später hatte ich dann auch mein Geld auf dem Konto. Von daher ist es zwar unschön, dass du dein Equipment nicht mehr hattest und gleichzeitig kein Geld bekommst, aber wie gesagt, das hat sich über den Support relativ schnell und problemlos klären lassen. Und von daher habe ich das jetzt nicht als super schlimm aufgefasst. Wenn wir Sachen kaufen wollen, funktioniert der Prozess recht ähnlich. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach irgendein Objektiv eingeben. Mein 35 mm habe ich zum Beispiel tatsächlich über MPB gekauft. Und dann sehe ich jetzt hier schon, ich habe entweder das tatsächliche Sony, das ich haben wollte, oder ich sehe auch, es gibt hier offensichtlich einen Samyang, das halt für die Sony kompatibel ist, aber halt nicht das Original Sony Objektiv ist. Und dann kann ich jetzt hier draufklicken und dann wird mir angezeigt, welche Objektive es alles gibt, in welcher Qualität. Das heißt, ich habe hier eins, das wie neu ist, also die beste Qualität, das kostet halt ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt eins ausgezeichnet wähle, da kann ich halt 10 Euro sparen. Oder wenn ich halt runterscrolle, komme ich vielleicht auch noch an den Punkt, jetzt hier zum Beispiel, das ist gut, da zahle ich halt noch weniger. Und wie gesagt, da musst du dann halt schauen, was ist dir wichtig. Willst du ein Objektiv, das im astreinen Zustand ist, oder ist es dir egal, ob da jetzt, wie jetzt an meinem Sigma zum Beispiel, irgendwo ein kleiner Kratzer am Gehäuse ist. Mein Ansatz ist immer, dass es mir egal ist, wie das Ding aussieht, solange das Glas an sich in Ordnung ist. Das heißt, solange das Objektiv funktioniert, wie es soll, dann zahle ich gerne ein paar Euro weniger und habe halt eins, das so einen leichten Kratzer oder Schönheitsflecken hat, weil ich ein Objektiv ja hauptsächlich für die Bildqualität kaufe und mir die restliche Optik relativ egal ist. Das heißt jetzt, ich könnte jetzt hier einfach auf das Objektiv draufklicken, könnte es meinem Warenkorb hinzufügen und dann einfach zur Kasse gehen. Checkout hast du bestimmt auch schon gemacht, dann wird es halt einfach zugeschickt. Nach 2-3 Tagen ist das Objektiv da und du kannst es ganz normal benutzen. Als Punkt vielleicht noch ganz interessant, warum habe ich bisher immer MPB genutzt? Weil ich das Gefühl hatte, dass es eine professionelle Plattform ist, die vor allen Dingen, was mir am wichtigsten ist, sehr gute Preise mir angeboten hat für den Verkauf von Equipment. Und weil mein Wissensstand da fairerweise auch so grob 1,5 Jahre alt ist, dass ich das letzte Mal einfach durchgecheckt habe, habe ich mal gegoogelt, wenn ich jetzt irgendwie Objektiv verkaufen eingebe, was also die Top-Plattformen sind, die auftauchen. Und wir spielen jetzt einfach mal hier durch, wenn wir das Sigma-Objektiv, das ich gerade eben schon hatte, auf diesen ganzen anderen Plattformen verkaufen würde, schauen wir uns mal an, was wir da für Geld bekommen würden. Ein Ergebnis, das ganz weit oben in Google war Rebuy, von daher schauen wir mal, was wir hier für unser Objektiv bekommen. Ja, es funktioniert ohne Einschränkungen. Auch hier ist wahrscheinlich eher akzeptabel, aber wir nehmen mal gut. Sagen, es ist alles da. Und wie du siehst, Rebuy würde mir nur 511 Euro zahlen. Das sind also mehr als 150 Euro weniger. Calumet, da habe ich nur mal eine Kamera gekauft. Die habe ich noch nicht zum Verkaufen genutzt, aber meine A7 III habe ich von denen gekauft. Auch hier wähle ich wieder gut aus. Weiter. Ohne Kauf. Okay, auch hier habe ich offensichtlich wieder das Problem, dass ich meine Kontaktdaten eingeben muss. Und du siehst, hier ist das Angebot, wenn ich bei Calumet als Trade-In machen würde, 613 Euro. Und wenn ich es mir auszahlen lassen würde, 584, also auch hier wieder knapp 100 Euro weniger. Und dann die letzte Plattform, die wir uns anschauen, ist Zoxxt. Ich finde den Namen eigentlich ganz lustig, weil ich hier das Gefühl hatte, dass ich abgezockt werde. Gucken wir uns das mal an. Dann die Originalverpackung habe ich nicht mehr, weil ich die immer irgendwie loswerde. Und dann sagen wir, hier ist die Qualität auch nur gut. Okay, ich muss mich hier ehrlicherweise dann korrigieren. Das ist mit das beste Angebot, das wir haben, auch wenn es wieder nicht so viel ist, wie wir bei MPB bekommen hätten. Außer natürlich, wenn wir uns hier unten anschauen, wir haben noch den Eintauschwert. Das heißt, wenn wir jetzt noch bei denen direkt was kaufen, dann würden wir ein bisschen mehr bekommen als bei MPB. Und historisch, wie gesagt, als ich mir das vor 1,5 Jahren angeguckt habe, da hatte ich bei der Plattform echt irgendwie die mit Abstand schlechtesten Ergebnisse und habe echt super wenig Geld für meine Sachen geboten bekommen.
Aber vielleicht ist das Sigma hier einfach ein Ausreißer und ein positives Beispiel. Oder es hat sich ein bisschen was an der Plattform generell verändert und man kriegt wieder ein bisschen mehr Geld da. Aber du siehst, durch die Bank weg war MPB das beste Verkaufsangebot. Und wie gesagt, ich habe jetzt einfach nur die Top-Google-Ergebnisse genommen. Es kann sein, dass es noch irgendeine andere Plattform gibt, die ich mir jetzt nicht angeschaut habe, die dir vielleicht noch bessere Preise zahlt. Aber ganz ehrlich, wer wühlt sich durch Google durch und geht irgendwie auf Seite 2 in der Hoffnung, dass er irgendwo noch eine halbwegs sinnvolle Plattform findet? Und deshalb ist MPB halt auch weiterhin meine Plattform der Wahl, wie gesagt, weil ich da das meiste Geld bekomme und das ist mir beim Verkaufen von Sachen ja am wichtigsten und ich bisher bis auf das eine Mal auch mit dem ganzen Prozess nie Probleme hatte, dass eigentlich alles reibungslos funktioniert und selbst wenn es irgendwo Probleme gibt, das Ganze mit dem Support sehr schnell lösbar war. Wie gesagt, dadurch auch mein Fazit, auch wenn MPB sehr prominent auf YouTube Werbung macht, für mich ist es auch tatsächlich die beste Plattform, um Sachen zu verkaufen und zu kaufen. Du kannst mir ja gerne in den Kommentaren wissen lassen, ob du das anders siehst. Aber ich persönlich sehe für mich keine großen Gründe, irgendwie davon wegzuwechseln und habe halt auch überwiegend positive Erfahrungen mit der Plattform gemacht, sowohl als Verkäufer als auch als Käufer. Damit hoffe ich, hat dir mein Video gefallen und geholfen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.